Es ist die meist ausgeführte Tätigkeit in den Elbland-Kliniken. Handdesinfektion. Mehrere 10.000 Mal pro Tag desinfizieren sich die Mitarbeiter aller Bereiche die Hände. Man sieht es zwar nicht, aber Keimübertragung kann nahezu überall stattfinden. Auf uns, auf Ihnen, auf mir wohnen immer Erreger. Die gehören zu uns dazu, wie das Essen und die Luft. Und diese Erreger können in ihrem Kampf überleben zu wollen, sich spezielle Resistenzmechanismen erwerben. Die geben die sich untereinander weiter. Die können aber auch von Natur aus vorhanden sein oder eben durch bestimmte Einflüsse wie Antibiotikatherapie induziert, also angeschaltet werden. Und dann hat so ein Patient den Erreger, ohne dass er sich den unmittelbar irgendwo aufgelesen hat oder den übertragen bekommen hat. Handhygiene ist in den Elbland-Kliniken kein neues Thema, eher ein Dauerbrenner, den man sich immer wieder widmet. Dr. Michael Dichand, ärztlicher Direktor am Standort Riesa, weiß um den Knackpunkt dabei. Problem ist, es kostet Zeit. Also es ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt, den man einstreuen muss. Es ist uns aber allen bewusst, dass es ein unverzichtbarer Arbeitsschritt ist und wir sind permanent bemüht, noch mehr zu desinfizieren. Bei den Bemühungen bleibt es nicht. In den Köpfen der Mitarbeiter ist Handhygiene immer präsent. Es wird immer wichtiger für alle Kollegen, ohne Ausnahme. Es gibt ja auch viele Fortbildungen und es weiß ja auch jeder, dass das ganz wichtig ist für die Patienten. Und es wird immer mehr wahrgenommen und auch angenommen und auch gelebt, auf jeden Fall. Doch nicht nur beim Personal ist der Schutz vor Keimen ein Thema. So findet man bereits im Eingangsbereich ein Desinfektionsmittelspender. Also man sieht ganz viele Besucher, die hier auf die Station kommen, die sich an dem ersten Desinfektionsmittelspender sofort desinfizieren. Ich denke schon, dass das auch von der Bevölkerung draußen als wichtig angesehen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Patienten ein Auge drauf haben, ob die Schwestern sich desinfizieren. Also man wird jetzt nie angesprochen, weil man macht es ja auch, aber ich glaube, dass sie da das auch als wichtig empfinden. Alles gut soweit, sollte man denken. Und dennoch wird das Thema Keimübertragung durch Handkontakt immer wieder von den Verantwortlichen aufgegriffen, auch mit neuen Ideen. Wir unternehmen sehr viele Aktionen, um immer wieder die Wichtigkeit der Händedesinfektion zu untermalen. Das Besondere ist, man muss dem Ganzen einen sportlichen Anreiz auch geben und Möglichkeiten schaffen, das nicht nur als reine Tätigkeit zu sehen, als lästige, notwendige Tätigkeit, sondern das muss man im Zweifel auch gerne machen. Der Anspruch ist hoch und hat die Hygieneverantwortlichen in den Elbland-Kliniken lange beschäftigt. Jetzt geht man neue Wege. Wie kann das gehen? Indem man ein System einsetzt, das berufsgruppenspezifisch den Händedesinfektionsmittelverbrauch pro Händedesinfektionsmittelspender, die in der Regel ja nahe am Patienten aufgestellt sind, zu registrieren und dann eben auch zu visualisieren und damit auch so ein bisschen einen Wettbewerb anzukurbeln und das Bewusstsein zu stärken, oh ja, ich habe so einen Transponder an mir und ich sehe dann auch auf dem Monitor, was ich heute so gemacht habe, was meine Berufsgruppe so an Händedesinfektion gemacht hat und so wird die Händedesinfektionsmittelverbrauchsrate sicher auch steigen. Die ersten Stationen sind mit dem neuen System bereits ausgestattet, weitere sollen folgen. Eines ist Fakt: Keimübertragung wird in den Elbland-Kliniken sehr ernst genommen. Und das steigert auf hohem Niveau die Sicherheit der Patienten.